In diesem Video sehen Sie, wie man in Lightroom ein Panorama zusammensetzt. Dazu wählt man die entsprechenden Bilder aus. Die gehen von hier bis hier in diesem Fall. Hier sieht man das bereits zusammengesetzte Panorama. Ich zeige jetzt einfach nochmal die dafür nötigen Schritte. Über Foto, Zusammenfügen von Fotos, Panorama oder mit Ctrl-M ruft man den Befehl auf. Und dann hat man die Wahl zwischen drei Projektionen, kugelförmig, zylindrisch oder perspektivisch. Das kommt dann darauf an, welche Projektion sich besser eignet auf das Motiv. Bei solchen Landschaftspanoramen ist in der Regel die zylindrische Projektion sinnvoll. Die kugelförmige Projektion ist winkeltreu und kann bei anderen Motiven bessere Ergebnisse liefern. Und perspektivisch ist vor allem beispielsweise für Gebäude oder andere technische Dinge, wo gerade Linien nicht gebogen werden sollten. Wie man sieht, werden die Bilder ein bisschen verzerrt, damit dann alles zusammenpasst und da entstehen so weiße Ränder. Diese kann man auf zwei Arten entfernen, indem man entweder automatisch freistellt, dann werden sie abgeschnitten, oder mit Kanten füllen, dann wird mit der inhaltsbasierten Füllung der weiße Bereich aufgefüllt. In diesem Motiv geht das relativ problemlos, bei anderen sind die angesetzten Bereiche manchmal sehr eigenwillig, je nachdem wie gut die künstliche Intelligenz die Muster fortführt oder eben nicht. Mit dem Befehl zusammenfügen rechnet dann Lightroom das Ganze zusammen, und zwar einschließlich der Objektivkorrekturen, sofern ein Profil vorhanden ist, damit dann die Vignettierung korrigiert wird und die Belichtung gleichmäßig bleibt über die ganze Bildfläche. Ich breche das jetzt mal ab. Aus dem zusammengeführten Panorama entsteht ein DNG, also ein Digital Negative. Und diese Datei kann man dann wie ein normales RAW-Bild weiter bearbeiten. Das hat also auch die hohe Farbtiefe und kann dann in Kontrast und Helligkeit und Farbigkeit wie gewohnt weiter bearbeitet werden.